Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flife Universe Video. Heute gucken wir uns die Events an für das Wochenende und die neue Cash-Up-Aktion. Zuallererst wäre da das heutige am Samstag Secret Boost Event. Das läuft von Samstag Mitternacht bis Sonntag bis Samstag 23:59:59 und wird dann abgelöst vom nächsten Event. Secret Boost Event ist einfach so: Ihr tötet Monster und habt die Chance, für 5 Minuten entweder eine 5% Drop-Rate oder einen 20% XP-Rate Boost zu droppen. Der ist nicht stackbar und wenn ihr einen neuen droppt, dann erneuert sich die Wirkung. Das heißt, wenn er noch 4 Minuten läuft und ihr droppt noch einen, dann sind es wieder 5 Minuten. Ja, ist kein so gutes Event, die meisten Leute mögen es nicht so gerne. Also es ist halt komplett random einfach. Manchmal droppt man 3 Boosts hintereinander und hat dann quasi trotzdem nur 5 Minuten effektiv davon. Und manchmal droppt man eine halbe Stunde gar keinen. Also es ist deutlich schlechter als ein XP-Event auf jeden Fall. Und auch deutlich unbeliebter. Deswegen ist der morgige Tag wesentlich wichtiger, weil am Sonntag um 0 Uhr startet dann nämlich ein 30% XP-Event bis Montag 23:59:59. Und es ist immer Mitternacht der Serverzeit, das heißt auf Boroding ist es quasi einfach ganz normale Uhrzeit in Deutschland. Also 0 Uhr deutsche Zeit ist 0 Uhr Boroding und Totemia ist eine Stunde später. Und das war es im Endeffekt. Genau, das waren die Events. Und dann haben wir noch die Cash-Up-Aktion. Es gibt ein Soul-Linked 30% Cash-Up-Item-Sale. All items listed in the image will have a 30% discount. Was heißt das? Das heißt, es gibt hier Skull of Amplification ES 204060, Power-Ups, 15 Tage Stapel, 15 Tage Red Scroll, Baby Turtle und Baby Rabbit. 30% günstiger, aber seelengebunden. Aus dem Cash Shop für Echtgeld. Seelengebunden. Ja, muss man verdauen. Also, ich finde es ehrlich gesagt schon ganz schön frech, weil es gab ja davor eine Aktion, wo du quasi einfach doppelt so viel Cash bekommen hast bei deinem ersten Aufladen. Das heißt, das war quasi eine. Also das ist jetzt quasi 30% günstiger, aber seelengebunden und vorher gab es einfach doppelt so viel Cash und nichts war seelengebunden. Das ist schon ein heftiger Rückschritt, also für mich eher irrelevant, weil ich nicht cache. Aber ja, ich meine gut, bei sowas wie Red Scroll, wenn man es selber benutzt und auch bei Amplis und so. Wenn man es selber benutzt, dann hey, dann nimmt man es. Aber ja, damit kann man halt kein Geld verdienen, weil eben alles seelengebunden ist. Und das war es im Endeffekt auch schon. Mehr gibt es eigentlich nicht zu berichten. Das Einzige, was mich wieder stört, ist, dass sie es nicht auf der Website posten, also auf der Website, das kann ich auch noch gleich zeigen. Also wir sind jetzt auf der Webseite, dann gehen wir mal auf News, da ist der letzte Post vom 21. Juni, aber wir sind ja bei Updates. Dann klicken wir auf Events und dann ist hier Soul-Linked 30% Cash-Up-Items-Sale. Was mich jetzt hier nur stört ist, wir klicken gleich auf diesen Post, deswegen, was mich stört. Und ich verstehe nicht, warum die XP-Events nicht auf der Website gepostet werden. Nicht jeder Mensch auf diesem Planeten hat Discord. Und es gibt verschiedene Nachrichtenkanäle, Facebook, Website, Discord. Deswegen verstehe ich nicht, warum man es nicht. Ich meine, eigentlich sollte die Website ja der Main-Nachrichtenkanal sein. So ist das zumindest früher immer gewesen. Gut, Zeiten ändern sich, aber ich würde trotzdem mal behaupten, dass die Website schon nicht irrelevant ist. Events werden hier nicht gepostet. Also ihr seht, das letzte Event, das davor gepostet wurde, war am 17. Mai. Da gab es die Global Server noch nicht mal und seitdem wurde kein einziges Event auf der Website gepostet. Und wenn wir jetzt hier drauf klicken, dann ist es an Dreistigkeit eigentlich fast nicht mehr zu überbieten, weil wir klicken hier nämlich drauf und dann lesen wir uns das mal durch. Dear Players, we will be running a Soul-Linked bla 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 bla. Das, was wir gerade schon gelesen haben. Und hier steht einfach, all items listed in the image will have a 30% discount. Welches Image? Ja. Also, obwohl da so viele Leute arbeiten, kriegen sie es einfach nicht gebacken, einen einwandfreien Nachrichtenfluss zu garantieren. Also es ist gefühlt schlechter als zu Website-Zeiten. Was ich schon sehr traurig finde, weil ich meine, wenn man so viele Moderator und Game Master und was weiß ich was hat, sollte man schon in der Lage sein, die Sachen einfach auf der Website richtig, also erstens mal zu posten und dann auch noch richtig zu posten. Das ist ja das Zweite, die Events wurden gestern noch komplett falsch gepostet. Es wurde nämlich erst gesagt, das 30% XP-Event ist am Samstag. Und dann wurde es quasi vertauscht. Also es war quasi ursprünglich falsch gepostet. Hat auch für eine Menge Verwirrung bei vielen Leuten gesorgt. Ich meine, im Endeffekt ist es egal, beide Events finden statt. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber auch da wieder quasi komplette Fehlinformationen über die offiziellen Discord-Kanäle verbreitet. Und auf dem Deutschen hat es, glaube ich, 8 Stunden gedauert, bis es korrigiert wurde. Also quasi komplett lächerlich.
Aber gut, danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Flyve Universe Video. Bis dahin, ciao, ciao.